bin so ein bisschen da, um euch zu empfangen, um euch ein bisschen einzustimmen. Wir möchten mit Ihnen zusammen über die Zukunft der Events diskutieren. Wenn ihr euch Liedwünsche wünschen wollt, dann tut das gerne. Haut irgendwas in den Chat, was ihr gerne hören möchtet. Wie kann man sich kennenlernen? Digital. Es gibt hier einen wunderbaren QR-Code. Den kann man mit seinem Handy einscannen. Dann landet man auf einer Seite, die heißt menti.com. Mein Name ist Tina Treucher. Ich freue mich auf die kommende Stunde, vollgepackt mit Wissen. Der Mensch, der uns auf unseren heutigen Veranstaltungstitel gebracht hat, mit Abstand die besten Events, sein Name ist Gerrit Danz. Ich war unterwegs auf einer Roadshow einer großen Versicherung. Und das Versicherungsunternehmen hat sich sehr schnell entschlossen, das umzubauen. Wir haben alles nochmal aufgezeichnet und haben das dann gestreamt. Und der Erfolg der ganzen Geschichte war, dass nicht 2000 Menschen erreicht wurden, sondern 3000 Menschen, woraus das Unternehmen gelernt hat. Unsere Gastgeberin und Veranstalterin des heutigen Lunch Talks ist Karin Burger, denn dass heute hier 9 Experten in einer Stunde zusammenkommen, das verdanken wir ihr. Sie wurde nicht umsonst von der Zeitschrift Managerin als die Speaker-Matchmakerin bezeichnet. Ich habe mir Experten geholt, Freunde an den Tisch geholt und gesagt, was können wir tun? Dann habe ich ganz viel gelernt, sehr lange Nächte gearbeitet, ganz neues Vokabular gelernt und um mich eine Schar von Experten gesammelt, die das drauf haben, was wir heute können, nämlich sehr schöne Online-Events konzipieren und mit unterschiedlichen Partnern auch umsetzen, je nachdem, wie groß es ist. Ja, wenn wir über Kreativität und Innovation sprechen, dann muss ich auch mit Christian Buchholz sprechen. Du warst ja auch unterwegs, teilweise auch live bei Kunden. Wie geht das? Und man sieht hier auf dem ersten Bild schon mal so einen Workshop, wie er eigentlich vor Corona-Zeiten stattgefunden hat. Also viele Menschen in einem engen Raum arbeiten zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt über Workshops sprechen, dann brauchen wir auf alle Fälle einen größeren Raum. Man kann natürlich auch hier mit den Tischen wunderbar in so einem kleinen Teamkontext arbeiten und vielleicht sogar hybrid arbeiten. Das heißt, ich tausche mich live aus und die ganzen Informationen, also die Post-its, die ich normalerweise klebe an die Wand, die klebe ich jetzt an eine digitale Wand. Zu Gast im Dorf, das ist euer Motto. Leonard und Elisabeth Zintel, herzlich willkommen und guten Morgen. Was sind denn für dich die wichtigsten Erkenntnisse aus der letzten Zeit? Ich habe mir bewusst gemacht, welche Alternativen, welche Themen besetze ich denn alle? Und habe mir ganz bewusst gemacht, wo sind meine Stärken? Wir haben digitale Formate gemacht, um Kunden zu informieren. Und wir haben gerade vor kurzem gemeinsam mit Karin Burger und ihrem Team mit Tom Friedländer, mit Thorsten Jäckel eine Mitarbeiterversammlung gemacht. Die Reaktionen waren phänomenal, weil unsere Mitarbeiter auch wahrgenommen haben, dass es halt mehr gibt als Zoom. Du bist Vollblutmusiker und hast jede Menge Erfahrung jetzt auch schon bei den Events gemacht. Du spielst und auf einmal werden sogar online kleine Tränchen sichtbar oder die Emotionen kommen raus. Was sind denn da deine spannendsten, wichtigsten, interessantesten Geschichten aus der letzten Zeit? Normalerweise bin ich ja also auch so wie hier jetzt dafür zuständig, dass ich Leute begrüße, während sie ankommen und dann so ein bisschen als quasi Emergency-Mensch so hinter der Bühne bin, weil es bei unserem Internet tatsächlich immer wieder passiert, dass es ausfallen kann. Auch hinter dem heutigen Event steckt ein Genie, das es dazu braucht, das ist Thorsten Jäckel. Sie sollten Live-Events genauso planen wie ein Flug, nämlich alles mindestens doppelt auslegen. Wir sind mittlerweile sogar so, dass wir Dinge dreifach ausgelegt haben. Das war übrigens beim Waldecker Wilden Brunch, wo wir in der Küche gefilmt haben. Du warst vor Ort, auch hier mit mehreren Kameras. Also und wichtig hier, dass man sowohl Bild als auch Ton zusammenkriegt. Wird denn Nachhaltigkeit auch in der Veranstaltungsbranche immer wichtiger? Mit der Nachhaltigkeit ist es ja so ein bisschen wie beim Bäume pflanzen. Der Samen ist schnell gesät oder der Setzling gesetzt. Und danach braucht es aber eben Pflege, Geduld, einen langen Atem. Wie kann man ein Event green machen? Indem die Veranstalter die Qualität ihrer Angebote und Prozesse hinterfragen und durchdenken und wirklich mit diesem auf die Wirkung fragen, über das kurzfristige Event, den kurzfristigen Termin hinaus. Die Menschen, die haben heute gesehen, dass wir hier ein großes Netzwerk haben. Sie sind Teil deines Netzwerks, liebe Karin. Wenn ihr in Zukunft Online-Events plant, dann plant hybrid und überlasst nicht dem Virus die Frage, ob es cool wird oder nicht, sondern denkt gleich hybrid. Wir sind alle für euch da.
Ich bin für euch da, mein Team ist für euch da und jetzt danke ich euch für die wunderbare Stunde. Schmeißen Sie sich nochmal ins Mentimeter, schmeißen Sie Ihr Smartphone an und scannen Sie diesen wunderbaren QR-Code und beantworten Sie mir bitte die Frage, was Sie aus diesem wunderbaren Event mitgenommen haben. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some, she's up all night to get fun, I'm up all night to get loving, she's up all night to get fun, I'm up all night to get some, she's up all night to get fun, I'm up all night to get lucky, I'm up all night to get lucky, I'm up all night to get lucky, I'm up all night to get lucky.